Das Kriminell. Ich bin nicht kriminell. Echt? Ich bin kriminell hungrig. Ja, er ist dort einer Mafia in Sizilien, ja, die schwarze Spaghetti zum Erdrosseln von Leuten benutzt. Was? Nein, das ist eine Delikatesse. Mir werden die Worte im Mund rumgedreht. So geht das nicht. Frau Schätzler, hör mal zu. Kannst du dich denn um meine Nachbarn kümmern mit diesen schwarzen Nudeln? Nein, ich bin kein Krimineller. Die sind zum Essen gedacht und ich habe. Aber meine Nachbarn nerven mich. Also, ich kann singen, vielleicht vertreibt sie das. Ich mach schon immer die Musik laut, aber Jonathan, ich hab's richtig Lust zu tanzen. Und du? $50,000. Ja, kriegst du pro Korb von den Nachbarn. Ich denke drüber nach. Dann tanzen wir jetzt. Ja, Jonathan, mach einen schönen Sound. Ich will eigentlich immer sitzen bleiben. Ich hab einen wundervollen Song rausgesucht. Seid ihr bereit? Geht alle natürlich auf, wir tanzen. Oh Gott, ich hasse tanzen. Ich hasse Sport. Das ist doch wie Sport. Wundervoll. Und los geht's. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Das tut euch tanzen. Ja, kann ich nicht. Mach ich doch. Ja, passt mal auf, wie das geht. Guckt euch das mal an. Hey, und hau, hau, hau. Oh mein Gott, Magnus. Ja. Ich hab vielleicht ein bisschen zu viel auf den Rücken, aber ich kann tanzen. Oh mein. Ihr solltet mal weniger essen. Ihr seid ja total unsportlich. Aber es macht doch so viel Spaß. Ich hasse die tanzen. Liebe meines Lebens. Ich diniere nur Feinkost. Ein weiser Mann sagte, dass jede Nahrung dich einen Schritt weiter zum Glück bringt. Aha. Oder das zum sind Talente. Weise Worte. Ja, ja. Oh, Jennifer, ich mag die drei total. Die muntern mich total auf. Ich habe keine schlechte Laune mehr. Haben Sie was zu essen? Oh, das wäre gut. Gib mal was zu essen. Wundervoll, Klaus, du bist dran. Name, dein Problem. Wer ist Klaus? Du. Na, du. Hey, ich bin doch Magnus Lindström. Ja, jetzt bist du Klaus. Klaus, erzähl. Klaus Lindström. Was sehen Sie das auf da hinten auf dem Tisch? Moment. Antonio Giovanni, Tischputzen. Oh. Und dabei, achso, muss ich jetzt dabei singen? Nein. Madonna Mobile. Ich kann nicht singen, wenn Sie lachen. Alter, oh Mann, ey, das ist ja immer echt so. Da wird man ja ganz rot. Hören Sie doch jetzt mal auf zu quieken hier. Jetzt quiekt die auch noch die ganze. Oh mein Gott. Qual più mal vento, butta da Automobil. Ihm soll ich dir Eis geben? Ach, du singst so wundervoll. Den drei Dicken. Danke, danke. Oh, es gibt Eis, ich will als erstes. Eis? Kommt bitte zu mir. Danke. Ist das mit extra Sahne? Ach, Jennifer, ich kann nicht mehr. Magnus isst alles auf. Das wäre einmal für dich. Sie bleiben hier. Dankeschön. Ja, du Jonathan, verzeih ich auch noch in der nächsten Party. Da habe ich eine. Oh, vorsichtig, dicker Bauch. So, hier hast du auch ein Eis. Jetzt von musst mir. Du schon wieder putzen. Schmecken. Erst esse ich das Eis, dann putze ich. Gut, die halten mich total auf. Kommt kommt ja auch zu mir. Oh nein. Go vom Tisch. Oh Gott. Okay, Klaus, weiter. Moment, was? Los, Magnus. Na, Magnus ist der Name. Oh. Durstdrehm, los jetzt. Hier auch ein Eis. Sie haben Zuströming? Vielen Dank. Warte mal. Kein Problem. Ich denke, das ist was anderes. Aber es ist lecker. Oh, lecker Zuströming, mein Leibspeise. Ja, aber da reden wir nicht drüber. Muss. Na gut. Ja, was wollen Sie denn? Dein Name und dein Problem. Magnus Lindström, mein Problem ist, ich hab tierischen Hunger. Komm, setz dich wieder aufs Sofa. In Ordnung, dankeschön. Oh Mann, nein! Oh, schon wieder auf den Tisch gedreht. Ja, er muss ja putzen. Er muss putzen. Qual più mal vento, muta da cento, e li
bisschen. Sing mal ein bisschen leiser, ist ja gut. Wir kennen das Lied bald auswendiger als du. In Ordnung, was willst du hier machen? Was hast du gemacht? Erzähl mich, amüsier mich. Also, ich hab gehört, hier gibt's die leckersten Leibspeisen, die man sich nur vorstellen kann. Es gibt Sandwiches für 18 Dollar. Ja, die müssen ziemlich gut sein. Ja, glaube ich auch. Eigentlich sind sie gerade wie die, aber egal, okay, weiter. Hier gibt es doch sicherlich auch andere Restaurants, oder nicht? Was? Restaurants? Was? Zum Dinieren. Feinschmeckerias. Ja, natürlich, garantiert. Sehr gut. Oh, das wird ein Fest. Das hört sich gut an. Also willst du dich marotzen und durch den Staat fressen? In Ordnung. Nee, ich kann auch dazu arbeiten, ich bin Holzfäller. Aber eigentlich dachte ich, mache hier ein bisschen Urlaub und ich schwinge ein bisschen durch die Speisekarte. Und wie viel Holz würdest du bitte schwingen? Du schaffst doch gerade mal einschlagen, dann bist du K.O. Kommst du ja nicht mal tanzen? Ich bin sportlich. Ich bin ziemlich sportlich. Guck mal, wie ich tanzen kann. Er kann 200 Meter rennen, ohne zu stolpern. Kannst du mehr Holz hacken, als sie Holz von den Hütten hat? Das kriege ich hin. Das ist ja jetzt auch nicht so schwer, Jonathan. Wir gehen zum nächsten. Aber wie heißt der? Oh, warte, lass mich überlegen. Korea. Ja, August heißt der. Nein, das ist so Gundam. Das ist so Gundam. Gundam-Style. Wie heißt der Typ von Gundam-Style? Weiß ich doch nicht. Ich heiße ja nicht so. Kimchi. Klubschi. Kimchi ist lecker. Kimchi. Da habe dein Problem. Erzähl. Mein Name ist Hideki Abano und ich bin hungrig. Haben Sie noch was zu essen? Wo kommst du her? Ich komme aus Japan, Osaka. Das ist in Japan. Das weiß ich. Wundervoll, Osaka. Ja. Dort war ich auch mal. Verdammt, ich kann das nicht mehr. Was ist los mit euch? Geht's Ihnen gut? Was hast du gemacht in Japan, Osaka? Eines Tages habe ich mal Shoujo-Ramen genommen und mit Miso-Ramen gemischt. Das war die beste Erfahrung meines Lebens. Dann habe ich noch ein paar Reisdreiecke gegessen und dann bin ich schlafen gegangen. Das weiß ich ja. Oh, tut mir leid, ich wollte Sie jetzt nicht mit Fremdwörtern bombardieren. Sieht so aus, als wenn es ein Fremdwort für mich ist. Okay, dich. Und in Wahrheit bist du ein Boss der Yakuza, ein oberer Oyabun. Was? Zeig deine Finger. Ja. Wie viele Fingerkuppen fehlen dir? Yakuza. Keine. Da musst du was Oberes sein, gib's doch zu. Das ist nicht wahr, ich bin einfach nur hungrig. Ihr Japaner seid doch alle irgendwie kriminell. Das ist schon wieder ziemlich vorurteilhaft. Sei ruhig, dort aus Sizilien, der Nudeln zum Töten benutzt. Ich wusste nicht, dass ihr so kriminell seid. Und ich wusste es bis jetzt auch nicht. Also, welchen Rang begleitest du beide, Yakuza? Ich weiß es nicht. Schwarzen Anzug, das sieht man doch. Mitte, würde ich sagen. Ist. Ich glaube, er hat den schwarzen Gürtel. Wie gut bist du im Töten oder lässt du töten? Ja. Meinen Sie damit, dass ich zum Metzger gehe und einen Auftrag abgebe? Das mache ich ziemlich oft. Und, oh Gott, ich kann... Oh Gott, Jonathan! Also lasse ich eher für mich töten. $5 Komm auf den Flur, alle. Alle mitkommen. Das sind $25. Gut gerechnet, gut gerechnet. Das können das ja. Ja, die können rechnen. Ich bin den hungrigsten von denen. Komm her, Yakuza-Boss. Wie, der ist der hungrigste? Also $10, komm zu mir. Hier, $5, gib her jetzt. Okay. $5 kriegen sie. Ja. Okay. Natürlich. Wie viel ist das in Yen? Ich muss mal in mein Bargeld sehen, ob ich einen $5-Schein habe. Lassen Sie mich schauen, ich habe bis jetzt nur Yen. Ah, Moment. Ich nehme den $5-Schein und stecke ihn in den Schlüpfer. Bitte schön. Oh, hat er es jetzt wirklich gemacht, du Schande? Nochmal. Geburtsort, Unterschrift. Ist das das Land oder die Stadt? Oder was muss ich da eintragen? Na, was willst du denn eintragen? Okay, danke. Dein Geburtsort.
Gute Speisen wünsche ich Ihnen. Wo ist das Italien oder Sizilien? So süß, ja, er von dir jetzt auch $5. Ja, dort, ich weiß. Okay. Ja, okay, dann trage ich Aidone ein. Oh, oh. Er hat keine Zeit. Ach, danke. Hat sich unter der Speckfalte. So, kannst du schreiben? Geburtsort. Ja, schreiben kann ich. Okay, einmal Geburtsort eintragen und unterschreiben. Ort, Unterschrift. Cool. Dann faltest du das schön zusammen und packst es in dein Mantelchen, ja? Mach ich. Einfach geradeaus? Gott, da hinten ist die Tür. Ja, alles klar. Also, danke schön. Viel Spaß, Sozialschmarotzer. Was? Oh, das war gemein. Natürlich. Aloha. 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 Sind wir? Giovanni, sind wir hier falsch? Sind wir nicht in Los Santos? Doch, ich glaube, wir sind in den falschen Flieger eingestiegen. Und nicht auf Hawaii. Passt schon. Aber wie sieht's aus? Dürfen wir Ihnen vielleicht ein Taxi bzw. einen Shuttlebus mit einer kleinen Stadtrundfahrt anbieten? Am besten mal kurz zum Bus gehen schon mal, würde ich sagen. In Ordnung. Und dann müssen wir mal gucken. Los geht's, meine Feinschmecker. Ja, ich freue mich schon. Ich bin so hungrig. Da passen sogar wir rein. Ja. Hinten ist mit 5 Bang. Vorne ist mir zu einsam. Nein, ist mir doch zu eng. Ich glaube, Giovanni will vorne sitzen. Mensch, Herr Lindström, fahren Sie uns los. Das ist mein Platz. Sie müssen aber am Griff ziehen. Ja, gelber Griff. Da ziehe ich, ich gehe auf die andere Seite, da ziehe ich mal richtig dran. Genau, schön ich auf gelben Griff. Außerdem ist der Sitz viel zu eng eingestellt, da passe ich gar nicht rein. Ich glaube, das ist zu eng für ihn, ja. Nee, ich glaube, Sie müssen mal tatsächlich von der anderen Seite einsteigen. Okay. Gibt es dann auch vielleicht eine Auflistung verschiedener Restaurants, wo man dinieren kann? Bennys, ist das nicht alles? Die Restaurants sind alle auf eure Plattkarte eingezeichnet. Also Jungs, wir haben einiges zu tun. Also Restaurants sind auf jeden Fall genug hier. Ich merke das, ja, sehr gut. Ich dachte das schon, es gibt nur Sandwiches. Das Wichtigste ist klar, alle Wege führen nach Rom. Ansonsten, wenn ihr dann ein Konto habt, kriegt ihr Sozialhilfe. Aber wir wollen doch zur Bank. Ja, fahr ich ja gerade hin. Giovanni wollte nach Rom. Achso. Wo kriegen wir Sozialhilfe? Die bekommt ihr stündlich über, aufs Konto überwiesen. Sie haben gerade gesagt, wir müssen irgendwo hin dafür. Also wenn wir da, kommt, zur Bank, bei ihrem Bankkonto drauf. Oh, ja. Geld los, Jungs. Hier oben an dem, an dem Handy-Tablet-Laden gibt es einen Geldautomat. Da könnt ihr euer Geld einzahlen. Perfekt. Könnt ihr euch hier einmal alle ein Tablet holen? Ja. Früchte! Was soll wieder beim Obst laden? Aber nicht essen, das Tablet. Ja, sehr gut. 2 Bier bitte. Ja, dann nehme ich halt nur das Tablet. Für Bier ist das, glaube ich, der falsche Laden. Ja, ist der falsche Laden. Ich bin auch ein Tablet. Du holst deine Karte und steckst sie rein. Das sieht doch sehr explizit aus. Ihr Rest wäre die Pizzeria. La Pizzeria. Da fühlt er sich wie zu Hause. Sind die offen? Ich glaube, die haben gar nicht offen. Oh, schade. Oh, da werden wir die Tage speisen. Auf jeden Fall. So, wollt ihr euch alle jetzt wirklich ein Auto holen oder so? Oder soll ich noch jemanden in Richtung Stadtpark wieder mitnehmen? Ich weiß noch nicht. Erstmal gucken. Also warte ich mal kurz noch mit Sasa. Das wäre sehr nett, ja.
So, ein bisschen umgucken. Guck mal, Leute da vorne? Ja. Was sprinten die denn so? Ich weiß auch nicht. Die jungen Leute haben es halt eilig. Der eine ist wahrscheinlich älter als ich. Grüße, ich hab euch mal Bakun gemacht. Mit ein bisschen Messias. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Okay, so. Sie alle wollen kaufen ein Fahrzeug, hä? Ja, lasst uns mit dem Herrn hier gehen. Genau. Kommt ihr mit mir, ne? Okay, natürlich. Nicht so schnell. Also, hier auf dieser Seite die weißen Fahrzeuge, die drei nebeneinander stehen. Das sind alles Emperor. Wenn du ein bisschen haben willst, hübschere Fahrzeug, dann haben wir hier drüber Rebel. Das ist auch neues Fahrzeug direkt. Große Pickup-Truck für richtige Kerle, so wie ihr seid. Also ihr braucht definitiv 4 Sitzer, sagt ihr, ja? Ja, genau. Okay, dann gibt es 2. Auch 3 Sitzer. Das ist ein bisschen schwierig. Aber dann haben wir tatsächlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ist die Emperor, die ganz günstige da drüben. Oder die andere Möglichkeit ist Dilettante. Aber das ist auch teuerste Fahrzeug, wir haben hier. Aber ich würde sowieso grundsätzlich sagen, wir haben es jetzt nicht ganz so eilig, was ein Fahrzeug betrifft. Okay. Wir würden uns generell nochmal beratschlagen, vielleicht die Nacht drüber schlafen, dann würden wir die Tage nochmal vorbeisehen. Ich glaube, das wäre die vernünftigste Variante, bevor man voreilig entscheidet. Wunderbar. Sehr gut. Dann noch kommen schönen Abend. Wir wollen ja den Taxifahrer nicht so lange warten lassen. Bald macht ein Restaurant auf. The Last Train. Barbecue Exotic. Das klingt sehr deliziös. Das klingt ja exotisch. Bin ich jetzt angesehen? Ach ja, eine Sache noch. Sieht es mit Übernachtungsmöglichkeiten aus? Ja, hier sind diverse Hotels, vor allem auch hier im Stadtpark näher. Zahlt man da bar oder mit Karte? Mit Karte kann ich da bezahlen. 4 oder 5 Sterne. Boah, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hab mein eigenes kleines Häuschen. Frühstück am Bett? Haben die das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Ich hab kein Hotel. Dann werden wir dort nachfragen vor Ort. Ja, was ist das? Das glaube ich. Im Hotel gibt's bestimmt Wasser. Ich glaube auch. Wasser? Ach, und einen kleinen Kühlschrank. Oh, mit Getränken. Oh, lecker Schmecker. Hoffentlich gibt's Frühstück. Aber wir können ja alle Hotels mal testen. Ja, und deren Küche. Oh ja. Vielleicht findest du eine Nudelrolle. Ich bin kein Pizzabäcker und auch kein Nudelmacher. Ach so, ich bin aber Nudelverspeiser. Oh, verstehe. Auch Gabel und Messer. Ich brauch 2 Stäbchen. Ich glaube, dieses Auto für 9000 sollte ganz gut sein. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ja, das muss auch noch was aussehen. Wenn es neu ist, dann sieht es bestimmt besser aus als der Emperor. Wie hat das nochmal geheißen? Dilettante, das weiß ich, weil das heißt doch Schwachkopf auf Wiener Sprache. Das könnte sein. Ich glaube, das ist hier richtig. Einmal nach rechts. Also, nach rechts. Abstrakte Kunst. Oh, Tatsache. Ein halb einbetoniertes Fahrrad. Ja, abstrakte Kunst. 45. 45. Das ist meins. Das ist meins. Ich hab das schon bezahlt. Ich nehm Zimmer 48. Dann nehm ich Zimmer. Was nehm ich denn? 48. $95. Dann nehm ich 49. Okay, ich wünsche euch Herren eine gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.